Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution. Wir haben Geld ohne Ende, also ja, wir können ja mal auf die Finanzen gucken. Na, fast 2 Millionen Gewinn pro Minute, 46% mehr als im letzten Monat. Ah! Und ja, sieht wirklich gut aus. Betriebskosten pro Minute, 1 Million. Das heißt, wenn wir ab jetzt kein Geld mehr verdienen würden, aus unerklärlichen Gründen, könnten wir 120 Minuten lang hier ohne überleben. Und ihr seht, es geht eh immer weiter und weiter und weiter, weil wir immer mehr Dinos reinbringen, immer mehr Shops und so weiter und so fort. Allein Ticketverkäufe, 1,3 Millionen pro Minute. Dann nochmal Essen, Trinken und Geschenke, nochmal 1,3 Millionen. Das ist krank. Wie viele Parkbesucher haben wir denn momentan? Das würde mich jetzt mal hier interessieren. Parkbewertung, Anziehungskraft 402%. Wir haben 4862 Besucher, nur leider. Hier oben ist ein Limit. Schutzraumversorgung und Saurierwohl. Ja gut, Saurierwohl wird immer bei 99% bleiben. Aber ja, ihr seht hier den Anstieg dann immer. Wir müssen... Ich will eigentlich mehr Besucher haben, weil... Oh. Es ist mir ein bisschen... Nicht Sichtbarkeit. Das finde ich komisch, warum das hier... Egal. Wir brauchen mehr Hotels. Das will ich damit sagen. Und ja, wie gesagt, hier machen wir... große Pflanzenfressergehege mit allen möglichen Sachen. Saurier-Tour und. Dann hier bauen wir auch noch überall ein paar Sachen hin. Hier passt nichts mehr hin. Ja, ist doch gut, meine Dinos. Habt ihr es gehört? Hier können wir auch noch irgendwie eine Kleinigkeit hinbauen. Was haben wir denn da vorne? Einkaufen. Gucken mal, haben wir hier irgendwo starkes Defizit? Schutzraum. Das ist richtig. Schutzraum können wir hier noch gebrauchen. So. Haben wir hier sonst noch ein Defizit? Mal gucken. Ja, Essen, ja, Trinken und Geschenke. Könnte man hier nochmal kleine Sachen hinbauen. Aber ich will ja eh hier drüben weiterbauen. Entweder will ich jetzt hier durch das Innovationszentrum rüberbauen. Und hier sozusagen die Einrichtung hinkaddeln. Ich bin mir selber noch nicht schlüssig, wie wir das machen. Und wir machen das auch kantig, so doof, wie sich das anhört. Können wir auch nämlich hier einen Weg außenrum noch hinmachen können. Betone ich auf können. Machen wir es sehr wahrscheinlich aber nicht. Und wir können hier nochmal einen Weg vorbei daddeln. Geht das? Oh Gott, wie gut das wieder aufgeht. Ein Träumchen fürs Bäumchen. Dann haben wir hier eine schöne Grenze. Das ist toll. Können wir hier dann wirklich ein bisschen alles sandig machen. So. Schön, dass die harmonieren. Haha. Hier muss ich nochmal genauer gucken, wie wir es machen. Die verteilen sich auch hier gut. Genug? Ja, genug Fisch. Okay. Aber es sieht doch top aus, unser Park. Wir brauchen auch noch mehr Hotels. Auch so eine Sache, was wir dringend brauchen. Da können wir eigentlich hierhin direkt eins bauen. Dann da passt leider keins mehr.
Das hier könnte man auch wegmachen. Bin gerade nur am überlegen, wie man es halt schön auch macht. Das gefällt mir nicht so, dass hier so viel Leerraum ist, dieses Eck hier. Aber mir gefällt das Innovationszentrum hier. Könnte auch... Wisst ihr was? Wir machen das da mal weg. Machen hier so einen Weg, vielleicht so außenrum. Wir lassen das da mal erstmal als Endstation. Mach das mal weg, weil das triggert mich wirklich ein bisschen. Wunderbar. Nochmal gucken. Das Terrain. Ja, ist klar. Das könnte vielleicht kleine Hotels hinbauen. Nee. Ah, hier. Also mit dem Eck da oben bin ich nicht zufrieden. Vielleicht mache ich auch hier... Ja, da kann man halt auch nicht viel hinmachen, ne? Man könnte mehr hinmachen, wenn das Innovationszentrum weg wäre. Betonung liegt auf wäre. Weil ganz ehrlich, es gefällt mir eigentlich da, so wie es jetzt ist momentan. Hier machen wir auch noch ein bisschen mehr hin. So. Gut, dann machen wir hier noch ein bisschen. So, hier hinten hin. Da können wir noch mal hin. Ha, schwierig, ne? Schwierig, schwierig, schwierig. Weil so sieht der Park wirklich schön aus. Überall die Hotels. Müsst noch mehr hinknattern. Aber wie? Wir gucken aber jetzt hier nochmal am Pisten. Hier ist ein Defizit mit Trinken und Geschenken. Das Ding ist, dieses Defizit kriegen wir, glaube ich, wieder gebacken. Wenn wir hier dann die anderen Sachen machen. Also hier mal das. Dann Geschenke. Oh Gott, nicht Höhenunterschiede. Hierhin. Und... Ah, nicht klein. Essen ganz hier rechts. Strom. Ne? Na, wow. Das... Egal, ich lasse es einfach mal stehen. Blub, blub, blub. Dann haben wir das hier. Gut, dann brauchen wir noch eine Toilette. Und dann können wir hier Dino-Tours machen. Machen wir hier einen Weg? Können dann hier dann so eine Art sowas hier hin machen. Hier Aussichtsplattform. Und dann hier Aussichtsplattform. Na? So, einmal hier. Bauen wir jetzt schon mal hin. Dann die zweite kommt. Hier hin. Da machen wir den Weg nochmal weg.
Ja, Dinos, alles gut. Und dann bauen wir hier eine Jurassic Tour. Ja, das machen wir. Da haben wir alle Attraktionen in unserem Park vereint. So. Alter, wie die hier rumschreien. Wird man doch warten. Warum haben sie einen Zoo gekauft? Ja. Eier wird so. So. Den kann man hier so hinstellen. Na komm. Den Weg hier können wir hier so verbinden. Wir bauen es mal alles so vor, wie es... mein Kopf jetzt rumdaddelt. Wow, erstmal rumschreien, wie bekloppt er. Sehr schön. So. Schön, wenn wir hier noch eine Verbindung hätten. Aber hier kann man, glaube ich, ist ja toll, wenn wir hier noch mal ziehen könnte. Okay. Guck, technisch haben wir hier gut viel abgedeckt. Wir müssen ja auch gucken, wie die Tour jetzt hier, na? Daddelt. Was soll die Tour lieber hier dann sein? Ich glaube, es ist besser. Reißen die zwei nochmal ab. Die Tour hauen wir hier hin. Wir richten es schon mal vor. Ganz ehrlich, wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Jurassic Tour. Kann ja auch hier zwei, wie will ich sagen, zwei verschiedene Gehege machen. Einmal primär ein großes, na, Pflanzfressergehege. Und ja, genau, das will ich hinbauen. Und zweitens ein Fleischfressergehege vielleicht. Hier hin. Die müssten hoffentlich soweit reichen. Hoffe ich. Beton liegt wirklich auf hoffe. Zauntechnisch. Was können wir hier machen? Können wir fette Betonzäune hinziehen? Die haben hier echt viel Platz zum Spielen. Sehr viel Platz. Das da mache ich mal weg. Wir haben ja echt eine riesige Fläche. Na, man könnte es hier nochmal hier zwischenteilen oder so. Wie macht man es? Hier, dass man sagt, Pflanzenfresser geht bis das hier alles. Und dann geht es hier unten zu kleinere Fleischfresser. Vielleicht. Keine Ahnung, dass man sagt, man macht hier offiziell einen Schacht hierzu. Oh, und ich bin auch hier auf Spuren. Dann sind die Dinosaurier hier sichtgeschützt.
und man hat Ruhe. Und dann könnte man noch einen elektrischen Zaun hier nochmal hinsetzen. So in der Art hätte ich mir das dann hier vorgestellt. So. Das ist sehr viel Zaun, wirklich sehr viel Zaun, was wir hier verlegen. Hier könnte man dann noch Sachen hinbauen. Hier ist dann genug Platz. Jetzt kommt ein Kack-Sandsturm. Stromausfall interessiert mich auch eher weniger. Ah, dann machen wir direkt rüber. Ach komm. San Marino. Hier rüber. Ja, ja. Dinos geht's gut. So in der Art. Dann gehen wir hier so ran. Haben wir jetzt hier ein großes Gehege? Und dann hier. Wie gesagt, es kommen hier vielleicht kleinere Dinos auch hin. So. Dann ungefähr hier. Hat man hier nochmal drei Gehege. Circa. Ja. Natürlich alles circa hier. Kann dann hier auch nochmal was machen. Die Tour, wir gucken mal ganz kurz die Dinos hier. Der. Den haben wir vergessen. Hoppla! Wie die Staubkrankheit kriegen, fragt mich der Schlumpf. Na? Aber so in den Dreh habe ich es mir jetzt hier vorgestellt. Und dann hier Tour bearbeiten. Da geht man dann hier so wirklich ganz provokant einmal hier so rüber. Schade, dass man nicht das. Moment. Das ist das falsche Gebäude. Wir reißen mal ab. Ganz kurz, wir gucken mal. Hier gucken. Die haben keine Dino-Tours. Wir müssen schon das richtige Gebäude hier auswählen. Jurassic Tour. Park Tour. Wir müssen schon das richtige auswählen. Ah, zum Glück haben wir es ein bisschen größer gebaut. Aha! Die will ich hier nehmen. Oh Gott, die Jurassic Tour Route. Ah! Weg mit dir und halt. Wir wollen natürlich die Route hier. Die Parkroute. Ah, na gut, dann bauen wir erstmal hier. Ja, die geht doch gleich alle wieder gut. Strecke unvollständig. Ich weiß. Aber ich glaube, ihr seht jetzt mal mein. Das da will ich haben. Ihr seht jetzt meine Vision.
Gehen wir schön provokant einmal mit dich durch. Hier so dann und dann machen wir hier Jurassic Park. Tan 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 tan. Aber komplett durchdrehen hier. Ja. Kommt hier mal ein. Tourstrecke, Parktour. Achso, hier kann man mehrere Stationen bauen. Neue Möglichkeit? Fragezeichen? Wenn ich jetzt. Nur mal angenommen. Besser wäre es eigentlich hier. Ja? Nur mal angenommen. Nur mal angenommen. So. Dann. Wir machen mal einen kleinen Schabernack hier. Hier. Ah, nee, wir müssen jetzt wieder ins andere Zeitalter zurück. Die mag ich ein bisschen lieber, die Viererzäune. So, was ist denn jetzt hier los? Na komm, einmal hier Aufgabe hinzufügen. Dann einmal den kleinen Fratz. So, noch jemand. Du. So, du. Alle anderen geht's doch gleich wieder gut. So, lasst mal Papi kurz mal hier arbeiten. Das ist, glaube ich, eine verdammt gute Vision. Hier. Na? Blub, wir kommen eben von zwei Seiten. Wir attackieren von rechts und von links. Hä? Ich will die Tour bearbeiten. Willst du mich verarschen? So, ich bin jetzt ein bisschen gerade geladen. Verständlicherweise. Na? Gottes Willen, das funktioniert! Ist das geil. Phänomenal. Fotopunkte könnte man dann hier überall noch einrichten. So. Was mir nicht so ganz gefällt, ist der Winkel hier. Machen wir kurz piu, piu, piu. Ach, komm. Richtiges Zeitalter. Da. Zaun. Zaun. So schön. Und dann wieder richtig hier rein. So. So. Und dann gehen wir hier so hin. Dann wird nämlich noch ein bisschen was von Dinos gesehen. Dann machen wir den da die Schiene hier weg. Boah, Alter, mein Hirn arbeitet auf 150. Und dann hier. So. Wunderbar. Wunderbar. Also, wupp, hat man hier einen Schlenkerer. Und wir können mal gucken, ob die Tour funktioniert. Klar, da unten haben wir jetzt ein kleines Zugproblem. Das lösen wir aber in der nächsten Folge. Was heißt Zugproblem? Die Menschen sind faul. Und deswegen haben wir da ein kleines Problem hier. Aber das hier so. Sieht doch, glaube ich, schon mal super aus. Oder nicht? Oder nicht, oder? Haben wir hier ein großes Pflanzenfressergehege? Oder mehrere Pflanzen? Man kann ja hier Pflanzenfresser, dann hier Pflanzenfresser hinmachen. Fleischfresser, Fleischfresser. Kann man machen. Toter Saurier. Wir sind ja schon wieder tot. Oh mein Gott. Ist doch ganz. Bin ich jetzt gerade dumm? Wo kommt der her?
Wie ist der ausgebüxt? Ihr seht doch gerade auch, dass hier alles ganz ist, oder? Ranger-Team? Ranger-Team? Aufgabe hinzufügen? Ich kann hier nicht mal was reparieren. Wo kommt der her? Also, wie seid ihr rausgekommen? Ich glaube fast, das ist ein Bug. Weil ich sehe hier nirgendwo kaputte Fenster, nichts. Alles klar. Ich speichere mal kurz. Würde mich verabschieden für diese Folge. Und dieses Problem nehmen wir dann nächste Folge in Angriff, weil das schafft jetzt gerade nicht mein Hirn. Wie konnten die... How? How? Egal. Wie gesagt, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.